Was sollte man jetzt im Wahlrecht, um zum Titel zu kommen, ändern, damit wir hier diese Kreditexpansion nicht erleben? Erstens, also jetzt gleich zerreißen Sie mich in der Luft, aber ich habe überhaupt keine Chance, dass das, was ich jetzt hier sage, von irgendeinem politisch umgesetzt wird. Also betrachten Sie das als Fantasterei. Und so viele Zuhörer und Zuseher habe ich nun nicht, dass das irgendeinen Einfluss hätte. Erstens, Eltern sollten für ihre minderjährigen Kinder wählen. Das heißt, jeder Bürger im Staat, mit ein paar Ausnahmen kommen wir gleich drauf, sollte wählen dürfen. Und wenn man nicht volljährig ist, wählen die Eltern für die Kinder. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Eltern auf einmal langfristig denken müssen. Nicht, oh, ich schaue zu, dass das Kind 18 ist und dann soll es gehen und selber schauen und sich fortbringen und dann gucke ich nach meiner Rente. Sondern die sollen so wählen, dass es ihre Kinder am Ende besser haben. Macht gewisse Unterschiede. So, zweitens, Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst. Das heißt, die Nutznießer über ihr Gehalt und die Erfüllungsgehilfen des Staates sollten nicht wählen dürfen. Was passiert, wenn ein Staat 50% Beamte hat? Dann ist das Ding selbsterhaltend. Dann gibt es nachher nur noch Beamte. Gibt es diesen schönen Spruch, was passiert, wenn man 50 Beamte in ein Amt einschließt und sich miteinander beschäftigen lässt, die kommen nach 2 Jahren und sagen, sie brauchen einen Anbau und 50 weitere Mitarbeiter, weil die sich miteinander beschäftigen. So, Bürokratie nimmt von alleine zu. Und in Frankreich, ich weiß nicht, die haben ungefähr ein Viertel, ne, haben die da. In Griechenland war sogar 27% oder so, ne. Wenn man jetzt aufpasst und sagt, es gibt so und so viele Nichtwähler und die Beamten und so weiter, die gehen wählen, dann haben die auf einmal eine Riesenbedeutung. Und dann wählen die nur noch so, dass der Moloch-Staat mehr Moloch wird. Ganz, ganz schwierig. Also diejenigen, die den, ja, die vom Staat ein Nutznießen haben, sollten nicht bestimmen dürfen, wie dieser Staat aussieht. Denn dann auf einmal wird das Ding selbsterhaltend. Das ist Inzucht. Weiterhin sollte man Lehrer, Professoren, sofern sie nicht sowieso schon im Staatsdienst sind, alle die, die im Bildungssystem drin sind und unseren Nachwuchs bilden, die sollte man von den Wahlen auch ausschließen. Weil sie, ja, auch hier einen deutlichen, starken Einfluss auf die kommende Generation haben. Genauso sollte man die Journalisten, die hier einen großen bildenden Einfluss hatten, ja, mittlerweile nicht mehr so sehr, die Zukunft der Zeitungen habe ich mal gedreht, hochgradig gefährlich, wenn man so Leute da im Prinzip mit ans Wählen ranlässt. Ne? Man sollte eventuell auch darüber nachdenken, dass man diesen Mitgliedern aus diesen gesellschaftlichen Gruppierungen eine Parteimitgliedschaft verbietet. Weil sie dann das Parteidenken als gesellschaftliche Zecken auf die Bürger abwälzen und den indoktrinieren und das System dort weiterpflegen. Ne? Parteimitglieder als solches und Politiker sollten nicht wählen dürfen. Was macht das für einen Sinn, dass Frau Merkel wählt? Macht doch keinen Sinn. Gehen wir ein Stück weiter. Firmen, die Subventionen erhalten und aus diesen Subventionen Gehälter bezahlen. Da sind Mitarbeiter mittelbar vom Staat abhängig. Die sollten nicht wählen dürfen, weil sie sonst diese ganze Subventionsgeschichte weitertreiben. Bestes Beispiel, Procon. Die haben ihr System, oder Windwärts, die sind alle pleite, ne? SolarWorld hat 95% Schnitt gemacht.
Alle die sollten nicht wählen dürfen, weil sie von Subventionen abhängig sind. Und dann den Staat, den schuldenmachenden Staat, den Subventionen ausschüttenden Staat, da entsprechend unterstützen und halten, dass das so bleibt und nie abgebaut wird. Kumpel unter Tage sollten nicht wählen dürfen, weil der Staat Subventionen dort bezahlt auf die Kohle. Vielleicht könnte man noch ein Stückchen weitergehen. Vielleicht sollte man das Wahlrecht auf die Menschen, Gruppierungen, Schrägstrich Familien begrenzen, die Steuern bezahlen. Das heißt also die, die einen positiven wirtschaftlichen Einfluss auf den Staat haben und ihn finanzieren, die sollten sagen, wie der Staat funktioniert. Wer zahlt, schafft an, heißt es so schön im Volksmund. Ja, aber dann würde doch alles sehr ungerecht werden und so weiter und so fort. Ich bin der festen Meinung, dass dann mehr Wirtschaft da wäre, mehr Wohlstand aus Wirtschaft und Arbeitsteilung käme und auf jeden Fall keine Schulden da wären, die uns in die Katastrophe führen. Und wenn es in die Katastrophe geht, dann geht es den unteren Schichten sowieso am schlechtesten. Da kann man einen drauf lassen. Die Wohlhabenden finden immer noch einen Weg, ne? Und wenn sie Gold angespart haben oder irgendwas, ne? Ja, über Gold geschrieben ist auch keine Lösung. Gut, wir sollten uns klar darüber sein, dass 94% der Steuern, hat der Bund der Steuerzahler ausgerechnet, der Einkommensteuern, das war ja 2010, von 50% der Bevölkerung bezahlt werden. Das heißt, 6% werden von den anderen 50% bezahlt und 5% verdienten mehr als 88.000 Euro. Im Jahr und zahlten 42% der Einkommensteuer. Das heißt, 5% finanzieren unseren Staat und 95% herrschen über sie. Gar kein Wunder, dass die Leute dann aus dem Staat sich verabschieden und woanders hingehen und das Geld in Asien investieren. Wenn sie selber nicht entscheiden dürfen, was mit ihrem Geld passiert, wenn die erfolgreichen Menschen die Arbeitsplätze erschaffen und, wenn die nicht anschaffen dürfen, was im Staat passiert, sondern das Wahlrecht im Prinzip dem letzten Subventionsempfänger ermöglicht, seine Subvention auf die Spitze zu treiben. Die Masse weiß es nicht zwingend besser. Und Sie hören mich hier öfter mal die Asiaten oder auch andere Regierungsformen gar nicht so negativ betrachten. Auch Hans Rosling, ein Video über Hans Rosling gedreht, ein Professor aus Schweden, der sich also über die Weltentwicklung und auch gesundheitliche Entwicklung, Altersentwicklung der Welt sehr stark Gedanken gemacht hat, der hat herausgefunden, dass also weder die Religion noch das herrschende System, ob Demokratie oder Absolutismus oder Königtum oder so, einen Einfluss wirklich auf die wirtschaftliche Entwicklung und den Reichtum, den Wohlstand und der Gesundheit der Bürger einen Einfluss hat. Die Hälfte Chinas ist schon genauso reich wie wir oder liegt schon drüber und hat identische Lebenserwartung wie wir, trotz Smog und so weiter und so fort. Ne? Die Hälfte von China. Wird Zeit, dass die andere Hälfte von China auch noch so weit kommt. Und das alles ohne unser westliches Demokratieverständnis. Das funktioniert alles. Unsere Demokratie hat massive Nachteile. Und zwar immer, wenn das Ding über dem Berg ist und jetzt so ein Automatikbetrieb ins Verderben stattfindet. Ne? Noch nie ist eine Kreditausweitung positiv zu Ende gegangen. Und da killt sich die Demokratie selber. Man kann es jetzt schon erkennen, dass auf der einen Seite die extremen Linken in der Bevölkerung Zusprache bekommen, die sagen, wir müssen alles teilen und so weiter, ne? Und auf der anderen Seite die Rechtsstehenden auch Zuspruch bekommen. Wenn es nur die NPD gab, dann kam die in Sachsen über 5% oder war es Thüringen oder wo auch immer. Und jetzt, wo es neben der NPD noch eine AfD gibt, die ja, glaube ich, nicht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht, dann kriegen die halt den Zuspruch. Weil es Leute gibt, die merken, die Demokratie ist an dieser Stelle nicht die richtige Regierungsform. Und wenn man Pech hat, kommt irgendwann einen starken Mann und sagt, wollt ihr den totalen Krieg? Dann rufen alle ja. Ne? Wenn man ungerecht genug
unser Wahlsystem ausstaffiert, dann kommen irgendwann solche Rattenfänger und können die Leute abholen. Also ein bisschen mehr Weisheit im Wahlsystem, ein bisschen mehr, ja, wirtschaftliche Voraussicht, positives Steuern des Systems. Und zwar jetzt nicht in Form von Planwirtschaft, sondern von flankierenden Gesetzen. Eltern stimmen für ihre Kinder mit. Nutznießer des Staates dürfen nicht mitwählen. Ein paar ganz einfache Grundregeln. Geht natürlich wegen des Grundgesetzes nicht, ist klar. Ne? Und schon hätten wir eine echte Chance. Tja, so toll ist die Demokratie nicht. Man muss sich ihrer Nachteile wirklich bewusst sein. Dann versteht man das auch, warum die Demokratie in den Bach runtergeht.